So, heute will ich euch mal zeigen, wie das funktioniert, am Handy in Gratisweg EU reinzukommen, beziehungsweise in unser Portal, den neuen Bereich. Ihr geht ganz einfach auf unserportal.net, dann seht ihr ja das hier auf dem Handy. So sieht ja die neue Seite aus. Ihr scrollt ganz einfach ein bisschen runter und dann seht ihr hier diese beiden Buttons. Einmal für den alten Bereich, die bisherigen Foren, oder hier den neuen Bereich. Da, seht ihr es? Da draufklicken. Na, so. Hier kommt ihr in den neuen Bereich rein und wenn ihr da seid, einfach die Cookies bestätigen, indem ihr auf Schließen klickt. Gesehen, und dann ist hier oben so ein kleines Mannequin. Wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr eure User-Daten eingeben. Einfach hier oben auf Anmeldung und schon kommt hier die Eingabe für den Benutzernamen. Ganz wichtig ist, den Benutzernamen eingeben am besten und dann das Kennwort und hier unten das Häkchen einfach stehen lassen, dauerhaft angemeldet bleiben und schon klappt das dann auch. So. Und weiter. Öffnen. So, und schon ist man drin. So, und hier oben habt ihr dann die Möglichkeit, könnt zwischen den Menüs wählen, in welchem Bereich ihr wollt, beziehungsweise einmal zurück. So, oder ihr könnt ganz einfach, wenn ihr nur mal gucken wollt, was es an Neuigkeiten gibt, ein bisschen runter scrollen und schon seht ihr die neuesten Informationen, die reingekommen sind. Und wenn ihr das so alle halbe Stunde oder alle Stunde oder alle zwei Stunden macht, dann seht ihr immer wieder die neuesten Neuigkeiten, die es gibt in den neuen Bereich vom Gratisweg EU. Ja, und das war's schon. Ihr könnt natürlich auch die ganzen einzelnen Bereiche durchgucken, aber da gibt es natürlich jede Menge neueste Informationen, immer so im Halbstundentakt. Es gibt ja Leute, die sollen die Bildzeitung lesen. In Gratisweg EU habt ihr wesentlich mehr Informationen drin. Das kann ich euch versprechen. Jo, das war's eigentlich schon. So einfach geht das am Handy. Und wenn man was eingeben will, das geht noch einfacher. Aber das berichte ich dann das nächste Mal.